Hallo miteinander, ich werde euch jetzt zeigen, wie man aus dem Blatthalter die Lagerung rausnimmt. Die Lagerung ist, wie wir ja wissen, mit Loctite eingeklebt. Und die Schwierigkeit besteht ja, dass man die eigentlich nicht einfach so rausziehen kann. Schlecht ist, wenn man anfängt mit einer Zange oder mit einem Vierkant oder Schraubenzieher. Dann nie gehen und das versucht rauszustoßen, dann geht das also alles kaputt. Obla. Gut, also, was ich genommen habe, ist der 4 mm Steckschlüssel aus einem Steckschlüsselsatz. Das geht von 3 mm bis auf 7 mm hoch. Und ich kann den also eigentlich da drin schieben. Und ich sehe, er orientiert da, geht da oben bei dem. Dort, wo es einfach ein bisschen dicker wird, oder? Dort arretiert die Lagerung. Und was ich jetzt noch brauche, ist ein bisschen Wärme, ein bisschen Hitze von einem Heißluftföhn. Ich tue das mal demonstrieren. Wird also da mächtig heiß. Und das, was hinten dran steht, müsst ihr vielleicht ein bisschen auf die Seite stellen. Ich tue da schön drehen, dass gleichmäßig alles erhitzt wird. Dass sich die Klebe oder der Loctite auflösen. So, ich denke, das sollte lange. Und jetzt mit 1, 2 Stoß- oder Schüttelbewegungen, voilà, sogar auf einmal, sollte das rauskommen. Gut. Und dann, Achtung, heisst noch, können wir eigentlich. Weiterarbeiten. Danke und einen schönen Abend.